Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Look Fantastic The Box aus dem Monat Juni. Ja, herzlich willkommen, wir sind schon im Juni abgefahren. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieses wunderschöne Schätzelein kommt monatlich zu einem nach Hause. Ich habe sie sowohl im eigenen Abo als auch in Kooperation. Das heißt, meine Box verlose ich immer in diesem Video. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Dort findest du auch den Link zu dieser Box, denn wenn du die Box hierüber abonnierst, dann supportest du mich ein kleines bisschen. Und du kannst auch ein bisschen was sparen mit dem Code CLAUDIWELT. Der gilt nicht nur auf die Box, sondern auf alles dort im Onlineshop. Also da bekommt ihr auch wirklich den maximalen Rabatt. Und das ist einfach total abgefahren, denn da gibt es richtig coole Produkte. Unter anderem den Conditioner, den ich jetzt aktuell teste. Und den habe ich jetzt gestern das erste Mal reingemacht und habe mich direkt schockverliebt. Aber dazu kommt demnächst im Aufgebraucht-Video noch mal ein bisschen mehr. Aber es war ein sehr teures Teil von Y, so heißt der, ne? Wow, sehr teuer tatsächlich. Aber nun, hier habe ich die Box. Ich bin gespannt. Wir haben hier 6 Beauty-Produkte drin mit einem recht hohen Warenwert und wir bekommen auf jeden Fall viel, viel mehr für unser Geld als das, was wir halt dafür bezahlen. Das ist halt immer so der Vibe von Beauty-Boxen. Bei Look Fantastic haben wir hier das immer so, dass wir den Umkarton schon direkt als Box haben. Wir haben hier auch ein kleines Kärtchen drin, wo du dann noch ein bisschen mehr dazu erfahren kannst, ne? Das ist leider dann auf Englisch, aber nun, so ist das dann halt. Und hier sehen wir auch die Produkte, wenn man das einmal umklappt. Oh, das sieht doch schon mal schön aus. Genau, also wir haben nicht viel Füllmaterial, Krüffelpapier oder sonst irgendwas. Das liegt hier einfach so drin. Und ich starte mit etwas von Murat heißt es sicherlich, Environmental Shield, ein Rapid Dark Spot Correcting Serum mit 5 Millilitern. Das ist eine sehr hochpreisige Marke, dementsprechend sind 5 Milliliter da auch vollkommen in Ordnung. Wir haben bei der Look Fantastic Box auch tatsächlich eher so kleinere Größen drin enthalten, um halt auch so High-End-Marken kennenlernen zu können, um das mal so zu sagen. Aber auch relativ häufig dann Full-Sizes, also ne, das ist immer ein ganz guter Mix. Ich weiß jetzt nicht, womit das mit AHA, okay, also würde ich das persönlich eher abends verwenden. Und ich persönlich mit meiner sensiblen Haut auch eher so ab Oktober wieder, weil jetzt auch wenn das Wetter Schiedwetter ist, ist die Sonne in so einem Winkel, ne, dass die Haut halt wirklich sehr sonnenempfindlich wird und ich bin sehr sonnenempfindlich. Dementsprechend dann etwas, wo ich dann halt ein bisschen eher vorsichtig aufpassen möchte. Wobei hier auch steht, dass man da entsprechend am nächsten Tag definitiv auch Lichtschutzfaktor verwenden sollte. Genau, ja, finde ich schön, finde ich gut. Kann man dann auch wirklich für punktuelle Anwendungen verwenden. Ne? Also ja, wenn man dann halt Verfärbung hat. Ich habe relativ mittlerweile tatsächlich leider im Laufe der Zeit bekommen Sonnenschäden, weil ich sehr spät angefangen habe, auch Lichtschutzfaktor zu verwenden. Es ist einfach so wichtig und als Kinder wurden wir halt auch nicht so ultimativ eingecremt, ne? Ich muss auch immer wieder meinen Eltern dann auch so sagen, Leute, ihr müsst euch eincremen, wenn wir so bei uns auf der Terrasse sitzen, stelle ich da auch immer schön so Lichtschutzfaktor irgendwo greifbar in den Schatten hin, dass man das halt auch nehmen kann, ne? Das ist echt wichtig. Naja, auf jeden Fall haben wir hier so eine kleine Geschichte, womit man dann ja Verfärbungen und so entsprechend aufhellen kann. Dann haben wir hier noch drin enthalten von This Works Perfect Lex Skin Miracle. A Tinted Multivitamin Serum with Caramel to Prep, Polish and Glow. Oh, 20 Milliliter und ich denke, dass das quasi so für die Unterschenkel gedacht ist. Ne? Dass wenn man jetzt vielleicht mal irgendwann so einen schönen Tag erwischt, wo die Sonne auch gut rauskommt, dass man sich dann das so auf die Beine macht, wenn man Rock trägt oder so und man dann da einen entsprechenden Glow vielleicht auch so zeigen kann. Mal gucken, ne? Und das haben wir jetzt ja auch immer wieder in Boxen drin, dass wir irgendwelche Produkte mit Schimmer oder so dabei haben. Das passt schon in den Sommer. Finde ich auch ganz süß, ne? So eine kleine Strumpfhose in der Tube quasi. Das ist witzig. Wir hatten letztens auch in der Schwesterbox, in der Glossybox von Avant ein Parfum drin, was ich tatsächlich auch behalten habe. Ich mochte das wohl. Hier haben wir das Quintessence. Ich weiß nicht, habe ich das nicht sogar? Das Eau de Parfum 10 Milliliter sind hier drin. Muss ich nochmal gucken, ob das jetzt das gleiche war. Ansonsten kommt das natürlich jetzt auch in mein Full Face Beauty Box mit rein. Da mache ich immer wieder, wenn ich halt genug Produkte aus den Beauty Boxen zusammen habe, euch ein Full Face, dass wir die auch mal wirklich am Körper und im Gesicht und so weiter. Am Körper ist gut. Eher so am Gesicht testen, Parfum dann eher am Körper, ne? Und ich dann da einfach in einem Video euch relativ viel geballtes Feedback geben kann. Jetzt gerade, wo ich das Video drehe, ist auch gerade wieder eins online gekommen. Also schaut gerne mal im i vorbei, wenn ihr möchtet, da
kriegt ihr auch ein bisschen Einblick, inwiefern die Boxen sich dann ja auch wirklich lohnen. Denn es ist immer schön und gut, wenn Boxenpacker hochpreisige oder coole Produkte mit in die Boxen packen. Wenn sie dann aber letztendlich in der Anwendung versagen, ist es schade, ne? Dann habe ich hier eine Mascara drin und die müsste ich noch haben oder so ähnlich. Und ich habe sie positiv in Erinnerung. Die Sweet Pro Lash Lift Mascara ist das hier nämlich. Und Sweet ist es ja, ne? Ist eine Marke, die im englischsprachigen Raum auch relativ bekannt ist. Ich hatte letztens auch da mir zum Beispiel einen Blush von bestellt und so. Und die sind sehr, sehr hochpreisig. Also ich denke, die Mascara hat bestimmt auch irgendwie einen Wert von 25 Euro oder so. Also richtig heftig. Und die sehen immer fancy vom Bürstchen aus, kann ich mal einblenden. Da denkt man gar nicht im ersten Moment, dass die halt abgeht wie ein Zäpfchen. Tut sie aber. Also das kann ich euch dann auch in Anwendung zeigen. Entweder nehme ich dann die hier oder meine halt aus der Sammlung raus. Und ich finde es schön, dass wir eine Mascara drin haben. Bin ich ehrlich, auch ein Duft und so. Es sind, abgesehen jetzt tatsächlich von dem Dark Spots Produkt, drei Produkte jetzt bislang gewesen, wo ich sage, die passen auch richtig schön in die Jahreszeit, in den Sommer, in den kommenden Sommer. Und jetzt gehen wir weiter. Da habe ich von Philip Kingsley den Elasticizer Booster Restoring Conditioner mit 20 Millilitern drin. Ich meine, dass ich den sogar schon mal aufgebraucht habe. Hab den auch positiv in Erinnerung, denn von Philip Kingsley hatte Look Fantastic auch mal so eine Sonderedition. Es gibt auch aktuell wieder so eine Summer Essentials Box. Die kann ich euch hier mal einblenden. Hat einen Preis von 55 Euro. Ihr könnt damit Claudi Belt halt auch drauf sparen. Und die hat einen Warenwert von über 150 Euro. Also ihr macht halt wirklich bei diesen Limited Edition Boxen auch echt immer einen Schnapper bei Look Fantastic. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und die haben auch öfters mal so Iconic London, Philip Kingsley, Esper müsste es glaube ich sogar noch geben. Und immer wieder halt so richtige Kracherboxen, wo du so ein heftiges Preis-Leistungs-Verhältnis hast. Du siehst halt schon, wenn du die kaufen würdest, ne, welche Produkte drin enthalten sind. Das finde ich auch immer sehr charmant, denn oft ist es halt bei diesen Boxen, auch so krassen Boxen der Fall, dass es dann eher so Mystery-Boxen sind. Das ist schön, ich mag auch gerne den Überraschungseffekt, aber ich finde es halt auch ganz cool, wenn ich weiß, was ich für mein Geld bekomme, ne? Und dementsprechend, ja, finde ich das immer sehr, sehr charmant von Look Fantastic, dass sie das so machen. So, und jetzt habe ich hier noch ein großes Ding drin. Latexfrei. Mhm. Trigwell Cosmetics. Was haben wir denn hier drin? Velvet Powder Puff. Ach, guck mal. Das müssen wir uns mal anschauen, was das ist. Ist auf jeden Fall mit dieser holographischen Verpackung sehr fancy. Ist das so riesig? Ach, du ahnst es nicht. Da sind zwei Stück drin. Das finde ich auch cool. Die sind wirklich riesig. Guck mal. Giacomo Cosmetics, der liebe Maxim, hat ja auch so ähnliche rausgebracht, in etwas kleiner, in Herzchenform und in sehr viel größer, in eckiger Form. Du kannst mit diesen Teilen echt wirklich so viel machen. Habe ich auch immer wieder, wenn ich mich schminke, in Einsatz. Du kannst natürlich das erstmal so nehmen und damit halt dein Puder unter den Augen halt so einarbeiten. Du kannst damit auch dein komplettes Gesicht abpudern. Das machen die, glaube ich, im koreanischen Bereich sehr gerne. Das ist mir persönlich dann aber einfach zu matt, ne? Das kann ich auch mit meiner trockenen Haut nicht so gut machen. Was man damit aber auch super immer wieder machen kann, ist, dass man hier, wenn man vielleicht so Glitzer-Fallout hat oder was auch immer, dass man das dann auch so damit wegmachen kann, mache ich wirklich immer wieder, ne? Oder dass man das zum Abschminken auch nehmen kann. Also wirklich super, super cool. Das ist auch ein wirklich, also ein gutes, verwendbares Tool für uns alle, glaube ich, ne? Und wenn du es wirklich gar nicht im kosmetischen Bereich verwenden möchtest, kannst du es zum Putzen verwenden. Ne? Das ist ein bisschen Perlen vor die Säue, aber trotzdem ist es, also ich finde es cool, feier auch prinzipiell diese Box jetzt, ne? Schön zusammengestellt und das ist auch immer wieder so. Bei Look Fantastic muss ich ehrlich sagen, dass ich am Ende hier sitze und sage, okay, es ist eine gut konzipierte Box. Wir haben hier sowohl dekorative Kosmetik als auch was für den Körper, für die Haare, fürs Gesicht mit dabei. Wir haben ein Tool mit am Start. Ich finde, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis hier sehr gut passt und irgendwie so mein Empfinden, jetzt abgesehen davon, dass ich halt auch eine Kooperation habe, aber da bin ich ja auch, nichtsdestotrotz bin ich ja einfach auch ehrlich, ne? Ich finde einfach, dass man hier, was generell Beautyboxen angeht, verhältnismäßig auch echt viel für sein Geld bekommt, weil das auch wirklich brauchbare Produkte sind. Ab und an auch mal so ein Produkt, wo du sagst, okay, das ist ein bisschen abgefahren, aber man probiert es dann halt aus. Ist aber auch irgendwie nice, oder? Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann, ja, wäre es das hier schon wieder gewesen. Kurz und knackig, glaube ich. Ja, ich habe sie komplett ausgepackt. genau, ja, wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.